Liebe Freunde des Alarmismus und der gepflegten Corona-Statistik. Vor wenigen Minuten oder ungefähr einer Stunde wurde von der Stadt Dresden eine sogenannte Allgemeinverfügung bekannt gegeben. Diese besagt unter anderem, dass ab Dienstag, den 27. Oktober, in Teilen Dresdens, und zwar in der Altstadt und in der äußeren Neustadt, eine Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum besteht. Inwieweit das rechtsgültig ist, rechtmäßig ist, kann ich im Moment auch als juristischer Laie nicht beurteilen. In der aktuellen Corona-Verordnung vom 21. Oktober, also von vorgestern, ist davon nichts zu lesen. Ich gehe also davon aus, dass diese Allgemeinverfügung alleine auf dem Mist der Dresdner Stadtverwaltung bzw. in Verantwortung des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilberts getroffen wurde, der heute Geburtstag hat und uns, seinen Untertanen, ein großzügiges Geschenk gemacht hat mit einer Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum. Ich glaube, mein Schwein pfeift. So, um das etwas zu unterlegen. Ich habe vor knapp 2 Wochen, Stand ist also der 10. Oktober, einen Vergleich gemacht zwischen den Corona-Testpositiven in Dresden und der Bundesrepublik. Es ist also schon etwas veraltet, beides ist Stand 10. Oktober, aber so wahnsinnig unterschiedlich wird die Entwicklung nicht gewesen sein. Was sieht man in der Tabelle? Man sieht die bestimmten Altersgruppen 0 bis 14, 15 bis 34 und so weiter und am Ende die Zusammenfassung bzw. die Summe. Man sieht hier in der Zeile die Bevölkerung Dresdens unterteilt nach Männern und Frauen. Das habe ich für die Bundesrepublik auf die Schnelle nicht rausgefunden, da habe ich nur die Summe aller Bewohner und zwar ist das Stand Ende 2019. Was kann man hier erkennen? Man kann erkennen, wie viele Menschen zum Zeitpunkt 10. Oktober offiziell als positiv getestet wurden, und zwar aufsummiert. Bis einschließlich 10. Oktober wurden also in Dresden 1020 Menschen positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet. In der Bundesrepublik waren es am gleichen Tag 321.593 aufsummiert. Das entspricht in Dresden bei 563.000 Einwohnern einem Bevölkerungsanteil von rund 0,2% und auf Deutschland bezogen bei 83 und so weiter Millionen 0,4%. Das heißt, in der gesamten Bundesrepublik wurden 0,4% der Bevölkerung bisher aufsummiert, positiv getestet und in Dresden ist es nur etwa fast genau die Hälfte. Weiterhin kann man sehen, wie viele Menschen gestorben waren zu diesem Zeitpunkt. Es könnten schon 13 gewesen sein in Dresden, vielleicht waren es auch erst 12. Das entspricht einem Anteil der positiv Getesteten, nicht der Gesamtbevölkerung, sondern der positiv Getesteten von 1,18%. Und die gleiche Zahl auf Deutschland bezogen liegt bei 2,99%, das heißt mehr als doppelt so hoch. Das ist der Vergleich der Bundesrepublik mit Dresden. Dann habe ich vor wenigen Tagen einen weiteren Vergleich angestellt, und zwar zwischen Dresden und Sachsen. Wobei natürlich Dresden sowohl in der Bundesrepublik als auch in Sachsen mit inbegriffen ist. Auch hier habe ich die Bevölkerung nach Altersgruppen aufgezeichnet. Das heißt, ich habe mir aus der Statistik rausgesucht, wie viele Menschen haben zum Ende des letzten Jahres in Sachsen bzw. in Dresden gelebt. In Dresden 563.000, in Sachsen 4,07 Millionen. In Dresden waren an diesem Tag, das ist der 21. Oktober, also 2 Tage her, etwas aktueller als der Vergleich mit der Bundesrepublik, 1280 Menschen aufgelaufen, aufsummiert, positiv getestet. In Sachsen waren es am gleichen Tag 10.906.
Das entspricht für Sachsen einem Anteil von 0,27% der Bevölkerung, die positiv getestet wurden bisher, also aufgelaufen. Und in Dresden liegen wir bei 0,23%, also nur etwas geringer. Der Anteil der Toten an den positiv Getesteten war zu diesem Zeitpunkt 0,94% und in Sachsen waren es, oh weh, 2,37%, das heißt knapp oder ungefähr das zweieinhalbfache. Ist kein Corona-Husten, ist Raucherhusten. So. Hier unten habe ich noch eine kleine Nebenrechnung aufgemacht und habe ausgerechnet, wie hoch denn der Anteil der Verstorbenen an der Gesamtbevölkerung Dresdens ist. Und er liegt bei 0,0021%. Es sterben ungefähr dreimal so viele Männer wie Frauen gemessen an der Bevölkerung. Und in Sachsen sind es Sterbefälle an der Bevölkerung zum Stand Ende letzten Jahres 0,0063%. Das ist also genau das Dreifache. Dresden ist also bei sämtlichen Werten niedriger als die Bundesrepublik und niedriger als Sachsen. Und zwar um den Faktor 2 bis 3. Welche Schlussfolgerung kann man daraus ziehen? In Dresden wird weniger getestet. Vermutlich. In Dresden sterben anteilig an der Bevölkerung weniger Menschen. So, jetzt gucke Mamol. Jetzt gehe ich in meine Falltabelle. Das ist die aktuelle Zahl von heute Nacht. Das Robert-Koch-Institut ist also der Stadt Dresden einen Tag hinterher. Das Robert-Koch-Institut hatte heute Nacht aktualisiert auf 1459 positiv Getestete seit Anfang März. Und hier können wir schön sehen, einzeln aufgesplittet, wie denn die Testverläufe waren. Mein erstes Datum, wann ich das erfasst habe, die Corona-Testpositiven gemessen an der Bevölkerung, war der 16. April. Und hier kann man also sehen, dass die Altersgruppe 0 bis 14 an der Bevölkerung einen Anteil hat von 14,53%, aber an den positiv Getesteten nur einen Anteil von 3,43%. Das heißt, die Altersgruppe 0 bis 14 ist enorm unterrepräsentiert bei den positiven Tests. Ganz im Gegenteil dazu, die Gruppe der 15- bis 34-Jährigen, die hat einen Anteil an der Bevölkerung von 26,53%. Bei den positiv Getesteten liegt der Anteil jedoch bei 36,67%. Ähnlich verhält es sich bei der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen. Und dann kippt die Sache wieder um, ab 60 Jahre unterrepräsentiert statt knapp 20% an der Bevölkerung, beträgt der Anteil an den positiv Getesteten dieser Bevölkerungsgruppe nur rund 14%. Und dann seit wenigen Tagen ist die Gruppe der über 80-Jährigen leicht überrepräsentiert. Das ist aber auch erst seit wenigen Tagen der Fall. Und die Frauen haben hier also enorm aufgeholt. Also es wurden in den letzten Tagen überdurchschnittlich viele Frauen im Alter von 80 Jahren oder mehr positiv getestet. Ich habe das über die ganzen Wochen und Monate immer mal wieder gemacht. Das findet sich also hier in der Tabelle. Die werde ich unten verlinken. 20.10., 16.10., 15.10., 11.10., dazwischen mal der Vergleich mit der Bundesrepublik, 10.10., 9., 8., 7., 6., da war ich mal ein paar Tage hinten dran, also ordentlich hinten dran, 27.09., hier nochmal ein Vergleich mit der Bundesrepublik. Und hier sieht man übrigens den Faktor BRD zu Dresden, das heißt, die Altersgruppe ist knapp fünfmal überrepräsentiert in Deutschland im Vergleich zu Dresden, hier nur noch etwas mehr als zweimal und insgesamt gibt es also deutschlandweit 2,34 mal mehr positive Tests bezogen auf den Bevölkerungsanteil oder auf die Bevölkerung als in Dresden. Und diese Tabelle geht also zurück bis zum 16. April, hier ist er. Und hier nebendran habe ich mir die Vorlage gemacht, einmal für die Bevölkerung in Sachsen
vom Statistischen Landesamt, habe hier aufsummiert die Gruppe der 0- bis 14-Jährigen und so weiter. Das Gleiche habe ich auch für die Bevölkerung in Dresden gemacht. Das war der Anfang von allem. Ein bisschen bunt hatte ich es noch gemacht. Und so kann ich also, weil ich mir die Zahlen zwischendurch rüberkopiert bzw. rausgeschrieben habe, über die Zeit ein relativ gutes Bild der Verteilung der positiven Tests auf die einzelnen Altersgruppen nachvollziehen. Und ich kann euch sagen, es ist sehr wirr. Es wird kreuz und quer getestet. Am Anfang wurden nur diejenigen getestet, die tatsächlich Symptome hatten. Und inzwischen wird Gott und die Welt getestet. Und ich sage euch, je mehr man testet, desto mehr findet man auch. Und je mehr man testet, obwohl in der Bevölkerung die Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus sehr gering ist, desto höher sind auch die falsch positiven Testergebnisse. Man geht von rund 1-2% falsch positiver Testergebnisse beim PCR-Test aus und es macht sich bei einer Bevölkerung von 560.000 bzw. 83 Millionen natürlich bemerkbar. So, letzte Schleife, damit das Video nicht zu lange wird, die Fallzahlen ab 16.10. Ich hatte bis zum 15.10. eine eigene Tabelle. Dann hat die Stadt Dresden angefangen, an den Zahlen nachträglich rumzudoktern. Das kann man der Corona-Ampel in aller Regel nicht entnehmen. Wenn ich das mal aufrufe, Corona, dann seht ihr das Corona-Dashboard für Dresden, wenn es denn mal lädt. Und es dauert und dauert und dauert. Ihr seht hier rechts, die Corona-Ampel steht auf 57, der Zeiger bewegt sich noch, es ist so toll animiert. Also die Stadt hat sich richtig Mühe gegeben bei der Panikmache. 23.10., die Zahlen wurden erst um 15 Uhr rund aktualisiert und ihr seht im Vergleich zu gestern angeblich nur 12 Testpositive. Und wenn ich jetzt in meine Tabelle gehe, dann habe ich hier die Zahl eingetragen, die ist also von heute und für gestern habe ich 1540 und am Tag vorher, also gestern, waren für diesen Tag nur 1448 Fälle angegeben. Das heißt, im Vergleich zu heute oder heute wurden für gestern 92 Fälle nachgetragen. Das kann man aus dieser Übersicht nicht ersehen, weil die alten Daten nicht gespeichert werden. Es wird also so getan, als würde diese Tabelle einmal jeden Tag ergänzt. Das ist nicht der Fall. Die Zahlen werden im Nachhinein noch in aller Regel nach oben korrigiert. Ich kann es mir nicht logisch erklären. Es mag eine logische Begründung dafür geben. Hier wurde aber nachträglich eine Änderung der Statistik herbeigeführt, sodass es sehr schwer ist, die Sache nachzuvollziehen. Auch für mich, der sich fast jeden Tag mit dieser verschissenen Corona-Statistik beschäftigt, sich davon nicht in Panik versetzen lässt, ist es sehr schwer nachzuvollziehen, was das Dresdner Gesundheitsamt da veranstaltet. Und noch ein kleiner Funfact, der noch Gesundheitsamtsleiter, ich glaube, er heißt Jürgen Hein oder Heinemann, der wurde wohl vom Freistaat, vom Gesundheitsministerium, von Petra Köpping, SPD, Spezialdemokratin, abgeworben, mitten in der Corona-Krise, weil er wohl im Ministerium hilfreich sein könnte. Und an seine Stelle tritt ab 1. November ein junger Mann, dessen Namen fällt mir gerade nicht ein. Er ist 31 Jahre alt und wird also Amtsleiter des Gesundheitsamtes. Er ist kein Arzt. Und deswegen muss parallel dazu eine neue Amtsärztin bestellt werden. Das ist, soviel ich weiß, die bisherige Stellvertreterin des Gesundheitsamtsleiters, der bisher Amtsarzt war. Das heißt, wir haben einen neuen Gesundheitsamtsleiter und parallel dazu einen Amtsarzt. Beides wird benötigt. Und kurz vor dem Wechsel findet also eine Umstellung der Statistik statt. Ich hatte doch noch einen Schlenker schon vor einiger Zeit angefragt, wie oft ein Beamter im Gesundheitsamt, und soviel ich weiß, gibt es dort nur einen, jemals
gegen Anordnungen von oben remonstriert hat, das heißt Beschwerde eingelegt hat bei seinem Vorgesetzten, das dürfte entweder der Oberbürgermeister sein oder die Sozialbürgermeisterin oder eben der Freistaat Sachsen und dort die Gesundheitsministerin Petra Köpping. Antwort war, es gab bis zu dem Zeitpunkt ungefähr einen Monat her keine Remonstration. Das heißt, der Gesundheitsamtsleiter hat Quarantäneverfügung erstellt, dass die Leute in ihren Wohnungen bleiben müssen. Soviel ich weiß, bedarf es dazu tatsächlich eines richterlichen Beschlusses. Das geht nicht einfach. Die Menschen wissen es aber nicht, dass sie sich gegen diese Quarantäneverfügung des Gesundheitsamtes wehren können. Ich bin kein Jurist, aber ich kann nur sagen, hinterfragt die Quarantäneverfügung und hinterfragt auch die PCR-Tests. Das ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, weil ein Wattestäbchen euch in den Rachen bzw. in die Nase gesteckt wird. Und auch dazu bedarf es, laut Meinung eines Anwalts, den ich bisher gehört habe, auch dazu bedarf es eines richterlichen Beschlusses. Auch dagegen habe ich eine Presseanfrage gestellt. Dagegen hat sich, soviel ich weiß, auch das ist ein Monat her, nur eine Person juristisch gewehrt. Alle anderen haben das über sich ergehen lassen. Und jetzt zum Schluss die große Freude. Ab 27. Oktober, aufgrund überschrittener Grenzwerte, haben wir in der äußeren Neustadt eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch unter freiem Himmel in folgenden Bereichen: Teile der Altstadt und die äußere Neustadt und eine wenig begangene Straße. Ich nehme es an, dass es die Albertstraße ist. Da herrscht ab 27. Oktober, kommenden Dienstag, eine Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum. Und dazu natürlich auch an allen Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs, in Bahnhöfen und auf Wochenmärkten und natürlich im ÖPNV selbst und im Einzelhandel auch. Und das soll eine geeignete Maßnahme sein, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie, der Testpandemie, der Plandemie, um der Einhalt zu gebieten. Das Ganze ist kein Gesetz. Es ist, so wie ich gesehen habe, nicht mal eine Verordnung. Es ist eine Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Dresden, die keine, so viel ich das beurteilen kann als Nichtjurist, keine gesetzliche Grundlage hat. Ich hinterfrage diesen Nonsens eindeutig und ich kann euch sagen, im sächsischen Gesundheitsministerium bei der Hotline geht keiner ran, beziehungsweise da ist die Leitung besetzt oder belegt und das Gesundheitsamt hat um 14 Uhr heute die Tore geschlossen, also bevor die Allgemeinverfügung bekannt gegeben wurde. Das ist die Politik des Dresdner Oberbürgermeisters Dirk Hilbert, der heute Geburtstag hat und dem ich ausdrücklich nicht zum Geburtstag gratuliere, weil ich sonst ausrasten müsste. Fertig und pfiat's euch.